So, einen wunderschönen, sehr schön, ich bekomme auch einen Ton. Einen schönen guten Morgen an alle hier auf dem Podstock im Außenbereich und auch an alle Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause bei den Endgeräten. Es freut mich total, jetzt hier zwei Leute anzukündigen, die ich jetzt schon in diesem Podcast-Bereich recht lange kenne. Das sind Travis und Judith, denn wir haben mit diesen beiden nicht nur, ja, eine unglaubliche Reise hier auf das Podstock bei uns, sondern wir haben auch ein Triple Crossover. Wir haben Amerikaner für euch, wir haben die Erbstücke und die Geschichte der Deutschen jetzt zusammen in einer Folge hier auf dem Podstock. Und deswegen würde ich einfach nur noch sagen, Bühne frei für Judith und Travis. Bitte Applaus! Ja, hallo zusammen. Wie Philipp gerade schon gesagt hat, ich bin Judith und das da ist mein Sidekick. Hi Travis. Wir machen eine Menge Podcasts, also ist ja gerade schon irgendwie so ein bisschen angeklungen. Die sind auf podcastnik.com zu finden. Die Erbstücke und Geschichte der Deutschen, die gibt es auf Deutsch, auf Englisch und weil es so schön ist, auch noch auf Arabisch. Mhm. Mhm. Ja, und du? Was machst du hier so? Wo bin ich gerade eigentlich überhaupt? Podstock. Oh, okay. Ja. Also ich habe schon mal eine Folge über Coca-Cola gemacht, natürlich. Das wissen die Amerikaner für euch Hörer vielleicht. Und jetzt ganz schnell ein bisschen von dem wiederholt, weil das ein bisschen Grundwissen und das Ganze dazugehört. Was ich persönlich über Coca-Cola wahrscheinlich am interessantesten finde, das ist jetzt nicht ein Teil von dieser Folge, aber der Fakt, dass Coca-Cola über 70 Jahre oder so 5 Cent kostete, das muss man sich mal überlegen, 5 Cent durch den mexikanisch-amerikanischen Krieg, die große Depression, Prohibition, wo es Alkohol verboten war, eigentlich mehr, zwei Weltkriege und von 1886 bis 1959 kostete Coca-Cola ein Nickel. Das ist wirtschaftlich gesehen, also einmalig in der Menschengeschichte. Whatever. Wir befinden uns am Anfang der Story kurz nach einem schrecklichen Krieg. 20 Jahre später, sie waren praktisch noch am Atlanta aufbauen, also nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. 20 Jahre später schreiben wir das Jahr, weiß ich nicht mehr. 1886. Deswegen habe ich es ja zweimal. Guck. Ja. 1886 war es. Und genau. Und Atlanta. Cola? Oh, you know what? Wenn schon. Ja, wenn schon. Und Atlanta baute sich eben gerade wieder auf nach dem Bürgerkrieg. Er holte sich so von Sherman's March, wo alles abgefackelt wurde. Ihr kennt vielleicht den Film Vom Winde verweht, also 20 Jahre nachdem eben. Im neuen Süden, jetzt ohne Sklaven. Die Wirtschaft ist im Aufschwung. Und dort finden wir in Atlanta einen Apotheker. Halt, Durst. It's fucking delicious. Ja. Georgia Champagne, sagen die. Er heißt John Pemberton und diente auch im Bürgerkrieg. Und vielleicht nicht unabhängig davon wurde er morphinsüchtig und suchte nach einem Ersatz, von der Droge wegzukommen. Heroin? Nö. Das ist eine andere Story, habe ich auch eine Folge gemacht. West Virginia, aber halt. Der Pemberton braute erstmal in seinem Keller rum. Erstmal reichlich Alkohol natürlich, Koffein, um wach zu bleiben. Irgendwas fehlt ein bisschen. Oh ja, großzügig Kokain, die Mischung reinschütten, einfach alles drin. Was kann da schief gehen? Naja, also mit dem Koks nichts natürlich, selbstverständlich. Aber 1885 meldete Pemberton sein erstes Getränk an und fing an, es zu verkaufen. French Wine Coca Nerve Tonic hieß das. Also alkoholfreien französischen Wein, das aus Georgia kommt. Whatever. Aber leider sehr schlechtes Timing. Denn 1886 beschloss sich Atlanta samt Fulton County trocken zu gehen. Also ließen eine Prohibition an Alkohol durchgehen, was damals eben in war. Atlanta went dry. Kokain war aber noch okay. Also schraubte Pemberton wieder rum. Alkoholfreies Diet French Wine Cola Nerve Tonic Light. Er nannte es aber einfach Coca-Cola.
Coca-Cola hatte 9 Milligramm Kokain pro Glas am Anfang. Also nicht viel. Eine Line Koks ist 50 bis 75 Milligramm. Ein Gramm Koks ist also eine Party. Ja. Aber seit 1903 wurde das Kokain entfernt. Nicht einfach nicht reingekippt, sondern entfernt. Coca-Cola hat bis heute noch Coca-Blätter aus Peru und teilweise Bolivien. Es gibt nämlich immer noch die Steppen Company in New Jersey, also in der Nähe von New York, die immer noch mit der Erlaubnis der Regierung Kokain herstellt. Das Kokain bekommt die Regierung zur Forschung und die Restblätter die Coca-Cola Company und nur die Coca-Cola Company. Sie haben also ein Monopol, weil man den Geschmack von Coca-Blätter einfach nicht weglassen kann. Yeah, that's what I'm talking about. Auf jeden Fall war dieses Soda Pop ein Ding, ein Erfolg. Ihr kennt alle das Marketing. Selbst die Retro-Dinger aus den 1900er, 1910, die Coca-Cola Girls und die Kalender der 20er. Immer wieder und wieder revolutionär, teilweise wirklich gute Künstler angeheuert. Man studiert heute in der Uni das Marketing von Coca-Cola über das letzte Jahrhundert plus. Und was da Pepsi macht und das Ganze. Also Coca-Cola würde eine globale Marke, schon damals. Damals, also eines der ersten wirklich Firmen des Globalismus so, inklusive einer Fabrik in Deutschland, mehrere eigentlich, eher eigentlich so 50 Fabriken drumherum. Coke gab wirklich viel Geld aus für so Auslandsmarketing, schon damals. Coca-Cola waren einer der Hauptsponsoren der Olympischen Spielen Berlin 1936, obwohl Coca-Cola kosher ist. Weird. Ja, aber wisst ihr, es gab dann eben eine Zeit, wo es schwer wurde, den Cola-Sirup in die Fabrik nach Deutschland zu schicken. Also die Schiffe, die den Sirup brachten, die waren, da gab es so U-Boote, die der Atlantik unsicher machten ein bisschen. So ein Kriegchen, das so eine kleine Angelegenheit, paar Streitereien zwischen Deutschland und like die ganze Welt. Und also der Zweite Weltkrieg hießen die Unruhen so, keine Ahnung, nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall hatte Deutschland Besseres zu tun, als Zuckerwasser mit Coca-Blätter zu mischen und in Coca-Flaschen abzufüllen, zum Beispiel Panzer. Deutsche bauten Panzer, es war großartig. Da hat man meinen Großvater Earl gefreut, weil er England besuchen durfte und an Flugzeugen rumschrauben durfte. Ist doch ein Abenteuer, oder? An und für sich schon. Also jetzt hast du so viel über Getränke geredet. Jetzt habe ich irgendwie auch ein bisschen Durst. Ja. Mhm. Ja. Also das mit der Cola, das war gar nicht so einfach. Irgendwann, 1940 war das so rum, wurde der Cola-Hahn dann zugedreht. Die Leitung in die Fabrik nach Essen war tot. Es kam keine Kommunikation mehr mit dem Hauptquartier in Atlanta zustande. Und der Fabrikleiter Max Keit, der 1938 die Fabrik übernommen hat von seinem amerikanischen Vorgänger, der musste sich was einfallen lassen, denn die Amerikaner haben ein Handelsembargo gegen... Ja? I don't know. Whatever. Ja? Ja? Also kein Sirup mehr aus Rohrzucker und Coca-Blättern. Max Keit stand also da, hat sich überlegt, was mache ich jetzt? Was er bekommen konnte, war so grün-gelbliches Zeug, quasi Reste der Käseherstellung, also Molkem. Außerdem noch ein bisschen Kompost, Apfelreste und Orangenschal oder Orangensirup, so Fruchtzucker. Und jetzt hatte er diese Molke. Er hatte von seinen faschistischen Verbündeten in Italien Orangen und er hatte Rübenzucker. Damit ging er jetzt in seine Marketingabteilung und sagte, Leute, wir brauchen einen coolen Namen, sagten die. Kompostzeug, Müllkompott, Ersatzlimonade. Sagt, Leute, benutzt eure Fantasie. Und dann haben die gesagt, machen wir. Und Fanta war geboren. Ja,
es musste an allem gespart werden. Und ja. Und seit 1940 gibt es dann eben Fanta. Das hatte allerdings relativ wenig mit der heutigen Fanta zu tun. Aber Fanta war ein echter Verkaufsschlager. Also in 1943 wurden 3 Millionen Kisten Fanta verkauft. 1939 4,5 Millionen Kisten Cola. Allerdings müsst ihr euch das nicht so vorstellen, dass die Fanta so wie jetzt einfach getrunken wird von mir, sondern es wurde als Ersatzprodukt benutzt. Es wurde als Süßungsmittel benutzt. Das kam überall rein, wo eben Zucker gefehlt hat. Und deswegen war es auch sehr stark rationiert. Ja, jetzt wird es wieder unerfreulich. Du hast da gerade schon so ein kleines Kriegchen angedeutet. Henry Ford war aktiver Hitler-Supporter. General Motors, also die Elternfirma quasi von Opel, die entließ Juden, schickte sie nach Detroit oder nach Dachau. Und ohne IBM wäre wahrscheinlich die ganze Logistik hinter den Transporten von Juden nicht möglich gewesen. Und Coca-Cola ist halt eben auch nicht so ganz clean. Du hattest vorher schon angedeutet, dass Coca-Cola seit Anfang des letzten Jahrhunderts sehr aktiv war, so im Marketing. Und auch Max Keit war da sehr umtriebig. Er hat die Idee gehabt, die Olympischen Spiele 1936 in Berlin zu sponsern. Also hielt er so vor einer riesigen Cola-Flagge mit Hakenkreuz drauf eine flammende Rede, die er dann auch eben mit dem Hitlergruß beendete, so wie das halt damals üblich war. Und auch, du hast rausgefunden, Hitler selbst soll ganz gern Cola getrunken haben, während er vom Winde verweht anschaute. Irgendwie seltsam, wenn man sich das vorstellt. Ja, wir haben es ja schon gesagt, Coca-Cola drehte dann den Sirup-Hahn nach Europa zu und Max Keit sorgte dann dafür, dass die restliche verbliebene Cola dann zu eben verwundeten Soldaten in Feldlazarette kam und vor allem die, die der NSDAP angehören. Das sorgte dann natürlich auch nach dem Krieg für Untersuchungen von Coca-Cola selber. Und Max Keit hat aber während der ganzen Zeit, das ist schon ein bisschen bemerkenswert, er ist nie selber der NSDAP beigetreten und hat sich auch geweigert, Führungskräfte also in sein Unternehmen zu holen. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Ja, also das ist jetzt 80 Jahre her ungefähr. Vor 75, zum 75. Jubiläum, vielleicht erinnert ihr euch daran, hat Fanta eine große Werbekampagne in Deutschland gemacht. Und wenn man so drüber nachdenkt, wenn man diese Geschichte kennt, sie haben damit geworben, wir bringen die guten alten Zeiten zurück. Und wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, wie und wann das entstanden ist, dann ist das schon ein bisschen, naja, muss man nicht machen. Deswegen sind wir da schon ein bisschen vorsichtiger. Amerikanische Kriegsgefangene haben hinterher berichtet und waren überrascht, dass sie teilweise im Dritten Reich dann doch noch Cola bekommen haben. Also es gab wohl noch so versteckte Routen, wo dann doch noch Cola angekommen ist. Ja, was wir damit sagen wollen, sowas passiert nicht zufällig. Also Keit hat schon seine Beziehungen zur Regierung gespielt und es geschafft, sich anzupassen. Ja, das müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und auch, dass eben damals es Zwangsarbeiter waren, die die Fanta in Flaschen abgefüllt haben. Außerdem ist Cola kein Sponsor für uns. Right. Yeah, sorry. Welcome. Ja, yeah. Ja. Ist so. Also kein typisch amerikanisches Happy Ending. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben... Okay, ja, halt. Ja, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Erstens, denn da kamen die Amis. Nicht jetzt, dass wir gierig sind oder so, aber hey, das ist unsere Fabrik und wir, like, holten sie uns wieder. Aber Essen stellte nicht nur Fanta her, versteht ihr? Essen ist im fucking
Ruhrpott or whatever. Und mit Firmen wie Krupp, dessen Management nach dem Krieg vor dem Kriegsgericht in Nürnberg stand, zum Beispiel. Also die Engländer mit ihrem Royal Navy Air Force ließen über 35.000 Tonnen Bomben über Essen fallen, 270 Angriffe mit 90% der Innenstadt zerstört. Aus den, zum Beispiel einfach aus den 270 Angriffen kann man die am 5. März 1943 erwähnen, als 50.000 Bewohner Essens in einem Tag plötzlich obdachlos waren. Diese Tommies, ich sag euch, fucking Redcoat Lobsterback Limeys, echt, machen alles kaputt. Man. Ach so, da kamen die Amerikaner. Da kamen die Amerikaner. Awkward. Ja. Genauer gesagt, die 507. Parachute Infantry Regiment des 17th Airborne Division waren es, die Essen ohne Schlacht am 10. April 1945 einnahmen und, oder befreiten, meinetwegen, und, well, I'll be damned, lo and behold, da steht ja noch die fucking Coca-Cola-Fabrik. Und Max Keit gab einfach die Schlüssel zurück. Viele Firmen mussten sich nach dem Krieg wieder ihre Verkaufskanäle aufbauen oder waren komplett bankrott. Aber es war die Aktion von Max Keit, der es ermöglichte, dass in kürzester Zeit Coca-Cola wieder eine globale Marke war. Mhm. Ich habe zum Beispiel Werbungen aus so alten National Geographic-Zeitschriften aus 1945 und 46 mit Bildern von US-Soldaten, die eine Flasche Ice Cold Coca-Cola mit ein paar belgische Honeys genießen. Wir waren nicht nur in Belgien und Europa, Besatzungsmächte, you know. Konnichiwa, motherfuckers. Also, jetzt übertreiben wir nicht, ja? Ja, also, nur bis heute, nur deutsche Fanta hat echte Orange drin. Amerikanische Fanta hat nie eine echte Frucht gesehen. Aber ihr habt ja gehört, selbst die Marke hat inzwischen eine lange Geschichte ohne Koffein, Kokain. Aber also in Australien zum Beispiel gibt es nur bei McDonald's eine Lemon Lime Bitters Slushy Variante von Fanta. Es gibt auch in Australien Passion Fruit Cream Fanta. In Aserbaidschan gibt es Birnen Fanta. Auf Barbados gibt es Guarana Fanta. In Armenien gibt es Blaubeer Fanta. Also es gibt insgesamt weltweit hunderte von Fanta-Geschmacksrichtungen tatsächlich. Mhm. Und also weil bei uns in den Vereinigten Staaten Fanta eben anders ist, bekomme ich ganz einfach eines meiner Lieblingsgetränke in Amerika gar nicht. Spezi gibt's nicht. Und selbst wenn du eine Flasche US-Fanta und US-Coke hast, also selbst die Coke ist bei uns anders, voll von Mais-Sirup und so, da kannst du immer noch keine gescheite Spezi mischen. Nur Ersatzspezi, ironischerweise. Und deswegen halt erstmal was Gescheites. Ja. Ja. Genau. Gib mir mal einen Flaschenöffner. Gib mir mal einen Flaschenöffner. Ich warte 2,5 Jahre, dass ich hier einen Spezi extra trinken kann. Bist extra nach Deutschland geflogen, dass du mal wieder eine anständige Spezi kriegst. Das ist schon gewissermaßen. Ich tue so, als wäre ich für Podstock hier, aber. Ja, dann. Ey, cheers. Yeah. Ja. Schmeckt? Ja, nach Spezi. Nach Spezi also halt, ja. Lustig. Kannst du die eigentlich exportieren? Würde das funktionieren? Oder würden alle deine amerikanischen Freunde sagen, denen, die ich es gezeigt habe, die lieben das. Es ist nicht so wie andersrum, dass Deutsche kein Rootbeer mögen, sondern jeder mag Spezi, tatsächlich, ja. Ist das so, okay. Ich mag tatsächlich lieber Cola als Fanta. Aber so ist das. That's racist. Ja. Was? What? Huh? What? What? Ja, genau. Das war die Geschichte von Fanta und die Geschichte von Cola könnt ihr euch eben auch bei Amerikaner für euch anhören und alles mögliche andere, was du machst, zum Beispiel mit Pete. Genau, ja. Pete, ja. Wir haben eine neue Show. Ich muss eigentlich mein T-Shirt irgendwie zeigen, aber Past Access ist das neue Ding auf dem YouTube-Kanal, auch bei podcastnick.com zu finden. Ja, und sonst so um die 10 Podcasts oder so. Auf podcastnick.com, genau. Ja, sonst was?
Sonst weiß ich nicht. Also wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt uns auf Twitter. Genau. Ja. Sowieso, ja, Twitter. Ja. Da gibt es wahrscheinlich zu viele Accounts, aber @meet_Judith. Das bin ich, das ja. Das ist die da. @GermanyPodcast auch. Unter anderem. Mhm. Und du auch. Und @TravisJDow, @AmericanaPod oder @PodcastNick und so weiter. Das ist ganz praktisch, gell? Dadurch, dass wir so 9 Stunden auseinander sind, normalerweise ist auf dem Account erreicht man eigentlich immer jemanden. Mhm. So in Schicht, genau. Ja, das passt. Schichten. Ja. Yeah. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wollt ihr ask us anything? Fragt uns was oder was wollt ihr wissen? Oder ja, keine könnt Ahnung, ihr machen. Wo ich herkomme? Keine Ahnung. Hört dazu die 50 Folgen von Amerikaner für euch. Aber nur in der richtigen Reihenfolge? In der richtigen Reihenfolge, ja, bitte. Ich habe mir da schon Ärger eingehandelt. Oh, da sollte ich sagen, ich habe jetzt in diesen 3 Tagen, also während Podstock, habe ich eine 9-teilige Miniserie veröffentlicht also eine virtuelle Roadtrip über alle 50 Staaten. Und die kommt also jetzt im Moment, die wird vor einer Stunde, nächste Stunde hallo. Und so weiter. Hallo, hey. Hallo. Ja. Vor ein paar Jahren gab es ja auch diese Retro-Fanta. Mhm. Die haben sie ja nochmal wieder auf den Markt gebracht, auch mit der Molke drin. Gab es da Hinweise drauf, wie nah die an der Original-Fanta dran war? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt ehrlich gar nicht. Also 100%ig nicht. Aber war weniger süß und genau, ja. Und da war auch gar keine, Orangenschalen, aber das war viel mehr Apfelgeschmack so, wegen dem Kompost. Ja, so. Aber ja, genau, das war die Retro-Fanta, zu der sie dann auch diese unsägliche Werbung gemacht haben. Mhm. So, wir bringen die gute alte Zeit zurück. Hier habt ihr Bomben und ja. Die Werbung kennt ihr schon, oder? Die sofort wieder runtergenommen wurde. Diese, oh mein Gott, ja. Yeah. Mhm. Aha. So geht man viral, aber negativ. Ja, denk doch mal für 5 Cent nach. Sag, ja, mhm. Genau. Mhm. Eine Flasche Cola. 5 Cent ist ja, schon was. Ja, ja. Ja. Alright. Sonst noch irgendwas? Wollt ihr irgendwas wissen? Nein? Okay. Cool. Na dann. Vielen Dank. Have a nice day.